Adele möbelt Brunos Leben auf. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gassi TV Tierporträt. Vor 10 Tagen ist Welpe Adele in das Heim von Hund Bruno und Halterin Petra eingezogen. Und der erste Tag war dann auch schon richtig spannend. Ja, Adele lebt seit 10 Tagen jetzt bei uns im Haushalt mit Bruno. Bruno ist 10 Jahre alt. War für mich natürlich eine gewaltige Umstellung mit einem Welpen. Aber ich habe gewusst, worauf ich mich einlasse. Bruno war am Anfang natürlich nicht begeistert, dass Adele einzog. Sie hat ihn quasi von seinem Thron gestürzt. Aber das ganze Schauspiel hat jetzt für mich eine Woche gedauert. Wir haben am ersten Tag natürlich erstmal versucht, beide aneinander zu führen. Am 5. Tag ist Adele das erste Mal in sein Körbchen gestiegen. Das hat er dann auch geduldet. Eine Umstellung, die der 10 Jahre alte Bruno erstmal begreifen musste. Nicht mehr ungestört fressen und dann auch noch Körbchen und Spielsachen teilen. Adele ist zum Beispiel sehr verfressen. Sie meinte also permanent, wenn Bruno sein Futter bekam, dass das ihr Futternapf ist. Das ging natürlich nicht. Sie hat also permanent versucht, ihn wegzudrängen. Da hat er ihr auch gehörig Bescheid gesagt. Dann hat das aber am Anfang nichts genutzt. Sie ist dann hin und hat ihm einmal in die Pobacken gebissen. Dann hat es wirklich richtig geknallt. Und seitdem sitzt sie hinter ihm, wartet, bis er seinen Napf leer hat und sie darf zum Schluss noch auslecken. Also das ist für mich ein Zeichen, dass sie sehr gut gelernt hat. Auch Frauchen musste auf die Bedürfnisse eines Welpen hin die Wohnung etwas umgestalten. Also als dann anstand, dass er einziehen durfte, Gedanken gemacht. Die Treppe, ich habe eine freischwebende Treppe im Haus, die Treppenstufen zugemacht, ein Türgitter eingestellt. Ganz wichtig, Steckdosen zugemacht. Ich denke, ein Welpe fummelt genauso wie ein Kind, muss man fast so vergleichen. Teppichböden aufgewickelt, denn ein Welpe ist nicht stubenrein, wenn er kommt. Und letztendlich ist es immer der Mensch schuld, wenn irgendwas passiert. Und das brauchte bei uns so nicht zu sein. Also es sollte harmonisch und stressfrei ablaufen. Ein Welpe ist süß und klein, doch Erziehung muss sein. Was hat sich Petra für ihren Welpen vorgenommen? Also für mich stand von Anfang an fest, bevor ich überhaupt was in Sachen Gehorsam tue, muss ich erst die Bindung und die Beziehung zu meinem Hund haben. Ich lasse sie zum Beispiel im Moment noch nicht ohne Leine laufen. Das nützt mich nichts. Ich kenne den Hund nicht, sie kennt mich nicht, sie hört noch nicht so richtig auf ihren Namen. Da arbeiten wir ganz intensiv dran. Ich arbeite daran, immer wieder ihren Namen zu rufen. Ich habe eine Schleppleine, die habe ich jetzt seit 2 Tagen, lasse ich die auf dem Boden schleifen und trainiere einfach mit ihr immer wieder das Zurückkommen und belohne sie natürlich mit dem Leckerchen. Ich wünsche der Gemeinschaft noch viele schöne Tage und freue mich, dass wir so früh dabei sein durften. Gassi TV wird Bruno und Adele auf jeden Fall nochmal besuchen. Bis zum nächsten Mal, eure Sarah.